Ich weiß noch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber uns gehen ja irgendwie die Bäume aus und... Ja, ich sehe es. Wenn du dich mal genau umdrehst in die andere Richtung, da... Da wirst du vielleicht merken, da ist Wasser. Also hier. Ja, da ist überall Wasser. Und das, das ist ein Problem, weil ich sehe ja irgendwie nur Fläche, wo Bäume wachsen könnten, die wir abholzen könnten. Wir können sozusagen mit dem Platz hier überhaupt nichts anfangen. Deswegen ich vorschlage, wir ziehen um. Ja. Irgendwo, weiß ich nicht, da irgendwo in dem Wald oder irgendwie, was weiß ich. Das ist eine gute Idee. Damit wir irgendwie beide nicht mehr Fläche haben und so. Außerdem kommt mir der blöde Viech immer näher irgendwie. Aber der tut uns doch nichts, Daniel. Ja, noch nicht. Solange du das nicht wieder mit der Steinschleuder angreifst. Halt die Klappe. Oh, Flare Gun. Ja, vielleicht habe ich hier keine Punkte mehr. Du bist denn mit einer Leuchtpistole? Ja, wir können sowieso nicht so weit auseinander, ne? Ja, also, naja, ich frag mich nur, was willst du damit? Willst du den Dinos damit sagen, wo wir sind, oder was? Es war ernsthaft, was hat das für einen Sinn? Ich glaube, vielleicht kannst du damit Schaden machen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt, ey. Ja, vielleicht fliegt da irgendwann mal ein Hubschrauber hier vorbei und wir kommen hier weg von dieser Eile. Die schießen uns höchstens, ey. Wenn die ganzen Dinos hier sehen und die zwei Spastis, ey, dann lassen die hier eine Bombe fallen. Soll ich mal gucken, ob davon muss man jetzt ein Foto machen, Daniel, der kommt direkt auf dich zu. Ich würde mich jetzt nicht umdrehen. Hey, uns auf der Hand. Egal. Ich hau dem jetzt voll den Stein in die Fresse. Dann stirbt der Daniel als erstes, ey. Er kommt immer näher, ey. Ja, sag ich doch, ey. Ich will Steine klopfen. Köttel habe ich auch noch dabei. Fleisch. Ja, Fleisch. Willst du denn mit den Kötteln? Zum. Der Dinosaurier nimmt Schaden. Ach, der läuft in meine Fackel da rein. Die ich hier aufgestellt habe. Da bist du denn noch da hinten? Ich dachte, wir gehen jetzt. Ja, ich muss mich noch entleeren, ja. Warte, ich komme sofort. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon fast da, im großen Wasser. Du weißt doch noch gar nicht, wo wir hin wollen. Ich auch nicht, ich bin einfach losgegangen. Such mal einen schönen Ort zum Wohnen. Ach Daniel, hier ist es doch überall schön. Hauptsache, wir sind zusammen. Ja. Wir sind sowieso des Todes, hier gibt es keine Frauen. Ja. Ach, wir machen es einfach mit den Dinos. Ja. Ja, toll. Na gut. Dann machen wir es mit dem Großen. Und dann macht er es mit uns. Ah, scheiße. Kann man sich auch so ein Baumhaus oder so bauen? Da wären wir doch sicher vor den Dinosauriern, die können nicht klettern. Aber die können die Bäume umschmeißen. So ein T-Rex mit so einem kleinen Arm, der kommt da unmöglich einen Baum da hoch. Ja, aua! Da ist was! Was ist das denn? Käfer! Alter! Ah, Boden sind auch noch welche! Eine Drohne! Ey, die bringen mich ja noch um, wenn das so weitergeht. Nein! Ich stirb das hier jetzt mal, ey! Ja, irgendwie... Alter! Oh, du bist mich, ey. Aua. Nicht hauen. Oh Gott, da hinten sind voll viele. Nee, lass mal. Hey, umkehren. Sind doch voll viele Raptoren gewesen. Aber ich habe Hunger. Ja, und ich bin gleich tot. Und darum ist noch so ein Viech. Sieht schon ein bisschen größer aus, ja. Ich sehe nicht mal, aber wir sind hier. Na, rechts um der Ecke ist ein grünes, großes Viech. Na, oben. Irgendwo. Ja, da oben. Ach, das wird uns schon nichts tun. Oh Gott. Oh, tschüss. Das ist ein T-Rex. Ein T-Rex ist doch nicht so klein. Aua. Renn einfach irgendwo hin. Hallo da. Ah, ja. Wollte ich den Hügel runter da? Ja. Nein. Oh, das Vieh kommt da runter. Carnotaurus. Ich komm direkt auf mich zu.
Da waren Kanotaure. Ja, das wissen wir jetzt auch. Dank euch bin so gut. Autsch, oh Gott. Warte ich. Bist du gezogen? Ich bin noch nicht gespawnt, oder? Also, bist du gestorben? Ja, ja, ich bin tot. Wann? Ja, warum ist denn das Spiel so brutal? Ey. Der ist irgendwo da runtergerutscht. Wer, der Dino? Ja. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Du hast den Hügel da runtergerutscht, ey. Ich wollte eigentlich, dass du da runterrollst, ey. Der dir vielleicht nicht hinterherkommt, aber er ist dir hinterhergekommen. Ich laufe jetzt einfach nackt zu meinen Klamotten. Hoffen, dass ich die wieder bekomme. Ich sage gar nicht so weit. Schon gleich da. Geh weg, du Mistviech. Das ist jetzt sogar ein richtiges Selbstmordkommando, oder? Jetzt kommen. Unsere Charaktere sind voll die Mimosen. Der ist nur kurz im Wasser und schon steht er, die ist kalt. Ja. Moment, sind die überall so, wie heißen diese, mit diesem Platten? Stegosaurus? Ja, Stegosaurus, ne? Aber die sind nicht, weiß ich nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass die uns angreifen. Die hätten uns beschützen können, verdammt. Hm. Ich glaube, da ist meine Tasche. Irgendwie sehe ich deine nicht. Ich sehe nur einen so einen Grundstall. Ich bin da oben, glaube ich, ein bisschen rum. Oh Gott! Aua! Oh Gott! Ah, Raptoren! Ey! Da ist ein Raptor. Was, bist du auch schon da? Ich bin hier auf einem Felsen. Der kommt direkt auf mich zu. Na, der dreht wieder um. Er sieht mich hier auf dem Felsen nicht. Ich bin perfekt getarnt. Da waren mehrere, jetzt. Also. Der kommt jetzt. Scheiße, der kommt. Oh, geh weg. Du kommst hier nicht rauf. Der Felsen ist uneinnehmbar. Verpiss dich. Ja, der kann hier echt nicht rauf. Ah, du Stück Scheiße, verpiss dich. Ich werf dich mit Bären ab. Also fuck. Oh Gott, er ist schlau. Er ist schlau. Nein. Ja, natürlich. Die Konturen öffnen. Motherfucker, Daniel, rette mich! Wo bist denn du? Warte, ich komme. Nein! Your tribe made Vegas was killed. Ah, warte, ich komme, ich join dir in Jenseits. Was willst du mich retten? Ich habe sowieso nichts bei mir gehabt, ey. Ich glaube, so passiert das jedem, der irgendwie neu. Alter, was denn jetzt schon wieder? Ich bin gerade erst gespawnt, wer greift mich denn da jetzt an? Ah, Raptor! Ah, ja. Stein, rette mich! Ich wurde jetzt von irgendwann angegriffen. Ich hab nur einen Stein aufgehoben. Wollt ihr mich verarschen, als er hier anfassen verboten war? Nein! Ah, Gott! Hey, das blöde Viech! Ich werde hier von irgendwann Unsichtbarem angegriffen. Oh Gott. Was zum Teufel ist das denn? Daniel, hier ist so eine Art Vogel. Der greift mich an. Ja, ich habe gerade andere Probleme, ich verfolge so einen Raptor. Ah, was ist das? Das ist ein Vogel, Daniel, der hat Federn, der greift mich an. Wo denn? Wie, wo denn? Der fliegt über mir. Geh weg. Seit wann gibt's denn hier Vögel bei uns zu Hause? Oha. Das war ein verdammt großer Vogel. Da bist du jetzt auch hier runtergesprungen, ey. Hier auf den Arm nehmen. Ah. Nein, nicht da lang. Oh Gott, fuck. Geh weg, nein, nein, ich will nicht wieder am Friedhof anfangen. Nein, aua. Holz aus Stahl. Nein, hau ich mir in die Eier, in die Eier. Verpiss dich, ja, jetzt haut der ab, ey, du Stück Scheiße. Ich hab einen gebrochenen Knochen. Oh. Geh weg. Ich wurde gerade schon angegriffen von Vögeln, Daniel. Da sind Vögel an unserem Dorf da. Wir haben ich weiß nicht, oder sind das einfach Reptilien mit Federn. Ich kann schon nicht mal mehr sprechen. Ey, die tauchen nur für Fische. Ja, guck mal, was fliegt da durch die Luft? Das hat Federn, das Vieh. Das hat mich angegriffen. Oh Gott.
Dann schützt dich hinter dem Bontosaurus, was ich. Arsch! Oh nein, Daniel ist wieder da! Daniel! Du bist gefolgt! Wo bist du? Ich komme her! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Okay, komm mit. Wir gehen nach Hause. Ich bin sowieso tot, ey. Ich bin schon zu Hause. Mein Knochen hat sich wieder zusammengesetzt, zum Glück, also. Ich bin zwar fast tot. Oh. Jetzt regnet er doch noch vom Regen in die Trophäe. Und kalt ist mir auch. Hör auf rumzuheulen, ey. Kalt ist mir auch, ich will nach Hause. Ich wollte doch nur einen neuen Ort zum Leben finden. Ja, da ist meine Leiche, die werden wir jetzt essen. Ich glaube, das Spiel wird uns sagen, das hier ist unser Leben. hier müssen wir leben. Das ist der einzige Ort, wo wir sicher sind. Sobald wir irgendwie einen Fuß in die Welt setzen, sterben wir. Also wie in der realen Welt. Das ist fast all die Bären. Was ist das für ein Geräusch? Wenn man nie so einen Leid gehört, wenn er was gegessen hat. Oder war ich das? Ich glaube, das waren meine eigenen Schmerzensgeräusche. Ich habe einen Baum geschlagen, das kann nicht gut sein. Der Arzt sagt mir auch, sie sollten aufhören, Bäume zu schlagen. Aber irgendeiner muss es diesen scheiß Naturpissern doch zeigen. Mein Gott, kriege ich wenig Essen hier durch. Ich weiß, es sind Bären, Daniel. Hast du dich schon mal nur von Bären ernährt? Es gibt keine, weißt du, Restaurant, wo du nur Bären kriegst, weil er nicht satt macht. Ja, ich weiß. Ey, der hat eine Pickaxe, ich hab gar nichts. Muss mal wieder was herstellen, ey. Scheiße hier. Cool, die Scheiße aus diesem Baum. Neuer Level verfügbar, das bringt mir jetzt auch nichts. Ist das ein Krokodil? Nee. Ist der denn jetzt schon wieder da? Ich fühle mich wie Daniels Eltern, den darfst du nicht alleine lassen, sonst rennt der in der Weltgeschichte. Oh mein Gott. Ich bin tot. Du rennst doch noch, was hast du denn schon wieder? Was kommt denn da schon wieder? Das sind ja zwei. Geh auf das andere Viech los. Los, Vogel, schnapp sie dir. Ja, die gehen auf den los, die gehen auf den los. Jawohl. Verdammt, der fliegt weg. Können wir das nicht auch machen? Ja. Los, Maschinengewehr. Komm. Als ob wir hier so was geschenkt kriegen. Raketenwerfer. Ein Footballspielender König im Weltraum mit Schnurrbart. Okay. Meins. Da war Rüstung drin. Hab ich gesehen, sehr gut. Jetzt, weil ein Blickfeld verschwimmt, Daniel. Ja. Na, ab nach Hause. Ich habe keine Fackel übrigens. Das ist unser größtes Problem. Ich liege im Sterben und du machst dir Sorgen, dass wir keine. Oh, was dauert denn jetzt da schon wieder? Ach Gott, es ist wieder da! Es hat mich! Ich renne. Missionsbericht, ich renne. Ich renne. Da bist du auch schon wieder. Direkt neben mir aufgetaucht. Wie in so einem schlechten Cartoon, ey. Du bist doch voll weit weg hier. Du bist gerade direkt neben mir gespawnt, ey. Warum muss ich denn dann so weit auf dich zulaufen, wenn du neben dir gespawnt bin? Weil ich dich anhalte. Für niemanden. Du willst ein paar Hungern. Warum ist denn das grüne Licht immer noch hier? Kann ich dein. Ja, ich hab meine Leiche mal ein bisschen in Fleisch umgewandelt. Daniel, dieses Vieh ist schon wieder hier. Ich weiß. Oh Gott, ey. Das ist tot. Jetzt gestorben. Wieso ist der jetzt so leicht gestorben, ey? Ja, der ist bewusstlos. Hau drauf! Ich hau ja schon. Er ist tot. So. Da hab ich gebrochene Knochen. So. Nein, mit dem Fleisch.
Keine Sorge, die wachsen schon nach. Die sind gebrochen, wieso sollen die denn nachwachsen? Keine Ahnung, war bei mir so. Die sind zusammen. Wenn dann heilen die, aber die wachsen doch nicht nach. Das ist ein Lot im Bauplan für. Oh Gott, nicht schon wieder! Mein Gott. Das Feuer ist aus. Es ist bewusstlos. Da steht jetzt Legen zum Nahrungsthemen im Inventar. Ja. Hab ich gemacht. 0, Gender Male. Taming 0%. Ich hab den Essen da reingepackt. Und? Ich glaube, du musst dir mehr Essen reinpacken. Oh ja, jetzt stand da 92%. Was? Mehr Fleisch. Ja. Frisst halt im Schlaf oder was? Ja. Musst den damit einreiben. Schau Vorfahren. Oh, du hast ihn gezähmt, Daniel. Oh. Benenne deinen Diplophosaurus. Ja, ich habe einen Erfolg bekommen. Your first Dino. Ich habe einen Dino gezähmt, ja. Okay. Was macht er jetzt? Folgt er uns oder was? Ja. Er bewacht er hier. Oh, der folgt mir, oder was? Ja, der folgt dir. Ah, okay. Also muss er ihn einfach nur Essen da reinpacken. Ah. Was denn? Ich seh nichts. Boah. Ich bin nicht nur Fackel oder was? Ey. Dann brauche ich mir eine Fackel. Ich komme zurück mit ungefähr 100 Holz. Oh Gott. Gut, wo liegt denn hier alles noch? Wo ist unser Lagerfeuer? Weiß nicht. Das ist nur eine Tasche, was? Das hat sich selbst eingepackt, das hatte die Schnauze vorher. Hey, was ist ja eigentlich in dem Spiel los, ey? Boah. Ich krieg so was Kotzen.